Hallo Mädels! In den vergangenen Monaten kamen immer mehr Verhütungs-Apps auf den Markt. Manche heißen auch Zyklus-Apps, trotzdem zeigen sie dir deine fruchtbaren und deine unfruchtbaren Tage an. Letztere, wie etwa die App Clue, sagen von vornherein, dass sie keine Alternative zur Verhütung sind. Explizite Verhütungs-Apps, zum Beispiel Natural Cycles oder MyNFP, hingegen behaupten das Gegenteil und bezeichnen sich als Alternative zu Pille, Kondom und Co. Doch ist das wirklich sicher? Für Frauen, die nicht mehr hormonell verhüten möchten, gibt es kaum gute Alternativen. Das dachte sich zumindest die Erfinderin der Verhütungs-App Natural Cycles und schrieb einen Algorithmus, der am Ende genau sagen soll, heute bist du fruchtbar und kannst schwanger werden und heute eben nicht. Dasselbe Prinzip gilt auch für Programme wie MyNFP. Das ist nicht ganz unkompliziert, denn dafür muss man jeden Morgen die Temperatur messen und auch persönliche Daten wie den Beginn, die Stärke und Dauer der Periode, aber auch die persönliche Stimmung und Energie regelmäßig in die App einpflegen. Der TÜV hat jetzt die App Natural Cycles geprüft und sogar als Verhütungsmethode anerkannt. Generell gilt aber, eine App kann nur dann als Verhütungs-App bezeichnet werden, wenn die Temperatur dabei gemessen wird. Der Verband Deutscher Frauenärzte bezeichnet sie dennoch als hochgradig unsicher und wahrscheinlich zu Recht, denn der individuelle Temperaturanstieg einer Frau kann viele unterschiedliche Ursachen haben und muss nicht immer mit Zyklus zusammenhängen. Generell gilt, je mehr Daten die App über deinen Zyklus sammelt, desto sicherer wird das Ergebnis. Denn Zyklen können individuell variieren. Deshalb sollte die Dokumentation im Idealfall einige Monate vorher beginnen, bevor die App tatsächlich als verlässliche Quelle zur Überprüfung der Fruchtbarkeit herangezogen wird. Für Frauen, die in einer festen Beziehung leben und für die eine Schwangerschaft kein Problem darstellen würde, ist eine Zyklus-App eher geeignet. Und immer gilt, eine App schützt nicht vor Geschlechtskrankheiten.